Ein herzliches Willkommen zur Allgemeinlegung für den Monat Juni. Hier ist Ella und ich stelle euch die Kartendecks vor, die ich benutze. Wir haben einmal das Druiden-Craft-Tarot-Deck. Ne? Und zwar, muss ich selber gucken, das ist von Philipp und Stephanie K. Gomm. Ja, das ist das für das Allgemeine. Dann haben wir das Arcanum-Tarot für die einzelnen Wochentage. Das ist von Renata Leckner. Und dann haben wir für die Orakel das Erzengel Michael Orakel. Für die einzelnen Deutungen haben wir das Tarot der Pagan-Katzen. Und das ist irgendwie von, steht gar nicht drauf, Magdalena Messina. Und die Kunst ist von Lola Airagi. Ja, also das sind die Karten, die ich benutzen werde. Und ich hoffe, dass sie natürlich möglichst positiv in dieser Woche für euch sind. Also viel Spaß bei deiner Legung. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Horoskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 3. bis 9. Juni 2019 und wir schauen mal, was die Karten und ja, die Energien für dich in dieser Woche so anzubieten haben. Du schaust, ob das für dich in deiner Situation passend ist. Wenn nicht, dann versuch es bitte nicht passend zu machen. Wenn ja, kannst du das natürlich nach Herzenslust nutzen. So, was haben wir an Energien, die von außen kommen? Was wird dir in dieser Woche entgegengebracht von außen? Wir haben Tschernunos, das ist der Teufel. Obsession. Irgendjemand, irgendwas von außen ist obsessiv auf die eine oder andere Art. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir gucken uns das Ganze mal an, inwieweit das in deine Situation passt, wie das dich vielleicht beeinflussen kann. Wir schauen mal, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, was dein Wunsch ist, deine Hoffnungen und Ängste, was gut ist für dich, was vielleicht nicht so gut ist und natürlich der mögliche Ausgang in dieser Woche. So, schauen wir uns das mal an. Und dann haben wir natürlich auch die Karten für die einzelnen Wochentage. Das muss nicht exakt der gelegte Tag sein, also egal wann das für dich passt, du kannst das natürlich nutzen, es soll dich ja nur inspirieren, es soll dir die Entscheidung ja nicht abnehmen. So, dann gucken wir mal, welche Energien bringst du denn mit? Was zeigst du nach außen? Welche Energie? Der liebe Wassermann, was hat er diese Woche für eine Energie? Die 9 der Stäbe. Du bist voll dabei, kämpfst bis zum Äußersten, du möchtest vielleicht etwas erreichen, etwas durchsetzen. Pass nur auf, dass du es nicht übertreibst, dass das vielleicht für dich gesundheitlich ein bisschen schwierig werden könnte. Das passt natürlich gut zur Übertreibung mit dem Tschernunos, mit dem Teufel. Aber wie gesagt, du entscheidest das. Deine Energie ist eben, dass du dich bis zum Letzten einsetzt. So, dann gucken wir mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. So, wir wollen schauen, natürlich als erstes, was du über dich selber denkst. Prinzessin der Kelche, das heißt, du hast liebevolle Energien, du bist nett zu anderen, charmant, liebevoll, vielleicht auch so ein bisschen entgegenkommend, das ist sehr schön, das kommt sicherlich gut an von außen. Lass es natürlich nicht dich ausnutzen. Klar, wir haben den Tschernunos, deswegen sage ich das. Das muss auch nicht der Fall sein. Was wünschst du dir denn in dieser Woche? Wir haben die Königin der Münzen. Sicherheit und Stabilität. Du möchtest, dass alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Du möchtest Sicherheit, also vielleicht auch finanziell besser dastehen. Vielleicht setzt du dich deshalb mit den 9 der Stäben als Energie so stark dafür ein, dass das eben auch den nötigen Profit bringt. Gucken wir mal, was die Hoffnung und Ängste sind. Wir haben die Ferelit. Die Ferelit ist ja die Fee, die halt auch viel, ja, ich sag mal, dummes Gerede drumherum und kann auf der einen Seite sehr hilfreich sein, wenn übereingesprochen wird, kann aber auch andererseits sein, dass es eben schlechtes Gerede ist. Da musst du ein bisschen aufpassen. Was ist denn gut für dich? Wir haben Gerechtigkeit, also dir widerfährt Gerechtigkeit. Auch wenn jemand schlecht über dich redet, du hast das Gefühl, derjenige
wird sozusagen mundtot gemacht oder die Dinge werden klargestellt von jemandem, der für dich eintritt. Gerechtigkeit ist sehr schön. Was ist denn nicht gut für dich? Wir haben den Stern. Das ist deine Karte, die Wassermann-Karte Heilung. Ich glaube, dass du in dieser Woche einfach nicht zu viel erwarten darfst. Der Stern bedeutet ja auch nach den Sternen greifen. Also heißt es bescheiden bleiben, die Dinge annehmen, wie sie kommen und Schritt für Schritt mit dieser Erdenergie, Münzen sind ja auch Erdenergie, langsam an dem zu arbeiten, was du vorhast. Das wäre jetzt so wirklich Großdenken. Und deswegen, weil es nicht gut ist in dieser Woche, sollte man halt sich mit kleinen Schritten zufrieden geben. Möglicher Ausgang in dieser Woche ist die 5 der Münzen. Und die 5 der Münzen ist so ein bisschen sich einsam fühlen, sich ausgeschlossen fühlen oder auch jemanden ausschließen. Aber ich denke, dass du eben das Gefühl hast, momentan du kämpfst für dich alleine oder für dein Ziel alleine. Ja, das muss nicht schlecht sein, ja, aber du hängst dich da wirklich auch rein. Am Montag haben wir die 8 der Schwerter. Du machst dir zu viele Gedanken. Das ist auch deine Energie, Schwerter. Ja, das bedeutet aber, dass du dich im Kreis drehst. Du kommst zu keiner Lösung. Das ist immer der Moment, wo man sagt, ich steige jetzt aus diesem Hamsterrad aus, weil es mich nirgendwo hinbringt. Es bringt mich immer nur wieder an die gleiche Stelle, an der ich vorher auch schon war. Und damit ist natürlich ja so ein bisschen, dass man irgendwo gedanklich, wie gesagt, keine Lösung findet. Also steig aus, wenn du kannst. Am Dienstag haben wir den König der Stäbe. Das ist Feuerenergie, weder Löwe oder Schütze. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Vorgesetzter ist, ein Familienmitglied, ein Freund, eine Freundin. Das ist ja hier geschlechterunspezifisch in der Allgemeinlegung. Dass da jemand ist, der dir vielleicht einen Ratschlag gibt. Vielleicht sprichst du diese Person auch an, was soll ich tun? Und das ist ein guter Ratgeber, der aus eigener Erfahrung sicherlich auch schon ein paar Dinge weiß und dir da auch bei helfen kann. Am Mittwoch haben wir die Herrscherin. Die Herrscherin, das bedeutet, dass die Dinge positiv verlaufen, dass die Dinge sich entwickeln, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert als erwartet. Aber die Herrscherin ist ja das Fruchtbare, die Mutter Erde, das, was positiv verläuft, auch in den Projekten. Das ist eine sehr positive Karte. Am Donnerstag haben wir die Liebenden. Vielleicht hast du auch, sag ich mal, vor, in der Liebe eine Entscheidung zu treffen, vielleicht für jemanden, dass du sagst, ich möchte endlich auch, ja, Liebe zeigen. Wir haben hier die Prinzessin der Kelche. Und vielleicht ist das, wo du dich auch reinhängst, dass du deine Liebe auch mal zeigst. Vielleicht hast du das im Vorfeld nicht so extrem gemacht oder es wurde halt aus anderen Gründen einfach ein bisschen hinten angestellt. Das könnte sein. Schauen wir mal weiter. Am Freitag haben wir die 10 der Schwerter. Die 10 der Schwerter bedeutet, alten Kummer hinter sich zu lassen. Vielleicht in der Liebe, ja. Vielleicht ist es so, dass du deshalb die Liebe nicht so zeigen konntest, weil du verletzt warst. Jetzt bist du aber über das Gröbste hinweg und jetzt kannst du, wie gesagt, auch andere Wege suchen. Am Samstag haben wir die 6 der Stäbe, das ist der Erfolg. Auch Feuerenergie, es bringt dich zum Erfolg. Also es bringt dich zum Erfolg, aus dem Hamsterrad auszusteigen, jemanden um Rat zu fragen, die Dinge erfolgreich anzukurbeln, vielleicht in der Liebe eine Entscheidung zu treffen oder vielleicht dich für jemanden zu entscheiden, alte Verletzungen hinter dir zu lassen und dich um den Erfolg zu kümmern. Dann haben wir als Ausgang die 4 der Stäbe. Das ist die Sicherheit und Stabilität, Haus, Heim, Hof und so weiter. Wir haben hier sehr viel Feuerenergie, ein bisschen Schwertenergie und auch ein bisschen Kelche. Ja? Aber wir haben hauptsächlich Feuer und Schwerter. Ne? Und das ist halt so ein bisschen, ja, das Feuer muss lodern natürlich, die Leidenschaft für etwas oder jemanden. Und ich denke, dass du eben in dieser Woche Fortschritte machst, aber nicht vielleicht in dem Ausmaß, in dem du das gerne hättest. So, dann gucken wir mal. Vielleicht von außen, dass dir auch viel abverlangt wird. Das könnte auch sein, dass das manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben ist. So, wir gucken mal. Prinzessin der Kelche. Wir haben die 8 der Münzen. Das heißt, du arbeitest für das, was du erreichen willst, auch in Bezug auf Gefühle und auch auf Arbeit. Und du möchtest auch
das gesehen wird, was du leistest. Wir haben direkt danach die 7 der Münzen und das bedeutet Geduld. Ja, die Dinge sind noch nicht reif. Also wenn, sage ich mal, dein Thema die Liebe ist, dann kann es bedeuten, dass du dich ein bisschen anstrengen musst in Sachen Gefühle und Liebe, aber du musst auch Geduld haben, ja, mit deinem Gegenüber. Vielleicht war dein Gegenüber das auch nicht gewohnt, dass du Gefühle zeigst und ist jetzt im ersten Moment etwas erschrocken. Ja, also wir haben die Königin der Münzen, Sicherheit und Stabilität ist das Ziel. Wir haben den Knabe der Kelche, ein liebevolles Angebot von dir an jemanden oder an dich. Und wir haben den Neubeginn. Also auch in Stabilität und Sicherheit und Gefühl ist ein Neubeginn drin. Das kann natürlich, wie gesagt, beruflich oder privat sein, je nachdem, was so im Moment das Hauptthema bei dir ist. Die Ferelit. Da haben wir Königin der Kelche. Und wir haben die 5 der Kelche. Ja, das ist ja dieses, man redet vielleicht auch selber schlecht manchmal über Dinge oder Personen und man ist auch gekränkt vielleicht, aber ja, man redet halt zu sehr über das Negative, anstatt mit dem zu arbeiten, was man hat. Ja, die 5 der Kelche, da sind 3 Kelche umgefallen, 2 stehen noch und die 2 stehenden sollten genutzt werden. Und die Königin der Kelche könnte auch ein Wasserzeichen sein, Krebs, Skorpion oder Fisch, das dir dabei hilft, das zu überwinden. Ja, weil das ist auch das Element der Wasserzeichen. Das ist gut für dich. Fairness, Gerechtigkeit. Da ist der Turm. Dinge fallen weg und wir haben das Gericht. So, das passt ja nun sehr gut zusammen, das Gericht, Gerechtigkeit und der Turm. Also alles, was dich behindert hat, was dich gestört hat oder das, was nicht gut war oder wie gesagt, was ausgedient hat, das fällt hinten runter. Damit hat sich die Sache gut für dich entwickelt, ja. Der Stern ist auf der Position nicht gut für dich. Wir haben die 10 der Münzen und wir haben die Königin der Schwerter. Das ist deine Energie. Du möchtest natürlich gerne die 10 der Münzen erreichen. Sicherheit und Stabilität hier mit der Königin der Münzen. Es ist aber noch verfrüht. Wir haben hier die 7 der Münzen. Das bedeutet, lass es langsam angehen. Cool down, Geduld. Ja? Das geht nicht von heute auf morgen. Und du solltest als Königin der Schwerter, als diese Energie, eben auch nicht hadern, sondern sachlich bleiben und die Dinge angehen. Das kannst du. 5 der Münzen, da haben wir die Veränderung, den Tod. Und dann haben wir den König der Kelche. Das bedeutet, die Einsamkeit wird über kurz oder lang vorbei sein. Ja, da ist die Veränderung von den 5 der Münzen in den König der Kelche Gefühle im Griff. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt haben wir am Montag ja die 8 der Schwerter. Die 2 der Kelche, da ist jemandem begegnen auf Augenhöhe und der Gehängte. Ja, ich könnte mir vorstellen, es geht einerseits um Liebe oder andererseits eben um jemandem, ja, ich sag mal, auf einer Basis begegnen zu können, wo das vielleicht bisher nicht möglich war. Also eben sich auf Augenhöhe zu begegnen. Der Gehängte bedeutet ja, dass man stagniert, dass man nicht weiterkommt. Das ist mit den 8 der Schwerter genauso. Dass man eben im Hamsterrad drin hängt und dann kann man sich mit dem Gehängten natürlich eine Perspektive verschaffen, nämlich die Perspektive des Gegenübers oder eben eine Gesamtübersicht, wie die Lage gerade ist. Und dieses 2 der Kelche sich auf Augenhöhe begegnen, könnte zum Beispiel mit dem König der Stäbe sein, dass man sagt, ich möchte der Person eben ebenbürtig gegenübertreten, um eine Lösung zu finden. Das ist ein guter Ansatz. Wir haben hier Gerechtigkeit und wir haben die 2 der Stäbe. Da haben wir wieder eine 2. Die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Ja, es geht um Fairness und das kannst du ja auch deinem Gegenüber rüberbringen. Und diese Person kann dir möglicherweise helfen, eine Entscheidung zu treffen. Und dann haben wir ja auch die Herrscherin, die das Ganze positiv macht, fruchtbar macht, dass die Dinge laufen. Wir haben den Wagen. Das bedeutet eben auch Erfolgsgarantie oder du hast die Zügel in der Hand. Ja, du kannst bestimmen, wo es lang geht und du musst natürlich auch zeigen, dass du es kannst. Aber wir haben die 3 der Schwerter. Das kann bedeuten, dass das vielleicht nicht auf Anhieb so gut klappt.
Das liegt aber vielleicht hier an dieser Karte, dass du eben zu viel verlangst, zu viel erwartest, ja? Also sei vorsichtig, versuch eben nicht, man sagt ja so schön, nicht, dass die Pferde mit dir durchgehen, ja? Also aufpassen. Was ist die Liebenden? Das ist die Mäßigkeit, die Schützekarte und die vier der Kelche, ein Angebot ablehnen. Also, ich denke, dass du vielleicht ein bisschen zu forsch herangegangen bist an die Sache. Das kann in der Liebe sein, aber auch beruflich. Und dass du deshalb so ein bisschen schmollst, dass das nicht so funktioniert und du dich mäßigen musst, also langsamer machen musst. 10 der Schwerter, 4 der Schwerter und der Mond. Du musst ruhiger werden und mit dem, ja, Unbekannten, mit dem, was dir noch nicht bekannt ist, was du noch nicht kennst, dich arrangieren, dich vorbereiten auf das, was kommt, da wo du hin willst. Denn du möchtest ja Erfolg haben, selbstverständlich. Da haben wir die 6 der Kelche und wir haben den Knabe der Stäbe. 6 der Kelche, das ist ja auch Vergangenheit. Nostalgie, an Dinge zurückdenken und sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist. Möglicherweise Dinge aus der Vergangenheit, die dir jetzt nützlich sein könnten, um den Erfolg zu generieren. Und am Schluss haben wir die 4 der Stäbe, da haben wir das Ass der Schwerter und wir haben die Liebenden. Also, es wird klärende Gespräche geben, auch in der Liebe mit dem Partner der Partnerin oder dem Freund der Freundin oder Familienmitglied, dass es eben ja ausgesprochen wird, dass es geklärt wird, wie das Ganze weitergehen soll. Ja, und wir haben ja von außen auch ein etwas zu viel von, also dass da vielleicht übertrieben wird in irgendeiner Art und Weise. Das ist ja die Energie von außen. Vielleicht erwartet man auch zu viel von dir. Und ja, wenn du das nicht sofort schaffst und so weiter, das ist eben so ein bisschen, naja, ne? Lass dich davon nicht beirren. Wir haben hier die Mäßigkeit, geh es langsam an, ruhig. Wir haben die 7 der Münzen. Das heißt auch, übertreib's nicht. Versuch nicht nach den Sternen zu greifen. Das kannst du erreichen, aber eben mit Geduld und Spucke. Wir haben die Veränderung da und wir haben hier den König der Kelche, also auch Gefühle im Griff. Das heißt auch, dass deine Verletzung, Enttäuschung, wie auch immer, nicht so dramatisch sind. Ja, die Entscheidungen werden getroffen, auch wenn es nicht immer so ganz leicht ist und wenn man nicht immer sofort vorankommt. Ja, und die 4 der Kelche, ja gut, vielleicht ist was schief gegangen. Das ist nicht so dramatisch. Wir haben ja hier drunter die Liebenden, deswegen wird die Liebe nicht weniger, ob das jetzt deine Familie ist oder dein Freund oder dein Partner, deine Partnerin, die Enttäuschung lässt du hinter dir, indem du dir Ruhe gönnst und dich dem Unbekannten öffnest. Ja, dann haben wir ja hier vielleicht Nostalgie an Dinge denken, die dich erfolgreich machen können oder die dich hierher gebracht haben, wo du jetzt erstmal stehst. Dann haben wir klärende Gespräche, ein Neuanfang mit klaren, deutlichen Worten und wir haben hier die Liebende nochmal. Ja, und wir haben die 4 der Stäbe. Das ist doch sehr schön. Also lass dich nicht beirren, lass dich nicht hetzen. Die Orakelkarte von Erzengel Michael ist die, die Engel romantischer Liebe helfen dir. Und das Gebet, das du an Erzengel Michael richten kannst: Liebe Schutzengel meines Seelengefährten, ich danke euch, dass ihr meinen Seelengefährten und mich auf Liebe vorbereitet und die Motivation gibt, positive Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen und dafür sorgst, dass wir uns begegnen. Danke, dass ihr uns helft, einander zu erkennen und den Mut haben, Hallo zu sagen, damit wir schließlich in eine wahrhaft intime Beziehung eintauchen können. So, das kannst du jetzt aber nicht nur auf eine intime Liebesbeziehung richten. Das kann auch bedeuten, Seelengefährten sind auch oft Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten, uns auch nicht immer einfach begegnen, also auch nicht so leicht zu handeln sind, sondern die uns Lektionen beibringen. Und das kann auch ein Vorgesetzter sein, das kann eine Mutter sein, ein Vater sein, ne? Also es kann auch sein, dass man eben da Dissonanzen hat, also Dinge, die nicht so gut laufen, die man aber klären muss. Das ist die Lektion, die zu lernen ist. Wenn es um die Liebe geht natürlich, dann geht es darum, Enttäuschungen hinter sich zu lassen, nicht zu forsch ranzugehen, nicht zu übertreiben, sondern alles mit Mäßigkeit.
und sich dem Unbekannten zu öffnen. Das ist sicherlich nicht schwierig für dich. Ich denke, dass du das auch kannst. Für dich ist eher schwierig, die Gefühle zu zeigen, ja? Du möchtest das auch gerne. Dein Gegenüber muss ja wissen, dass dir was an dieser Person liegt. Das kann man ja nicht erahnen. Und du setzt dich auch mit vollem Einsatz dafür ein. Das ist schon mal sehr schön. Jedenfalls kann das um alles Mögliche gehen. Sei vorsichtig damit, wenn von außen von dir zu viel verlangt wird. Ja, wenn dich jemand hetzt oder jemand versucht, dir etwas aufzuzwingen oder dir die Pistole auf die Brust setzt. Aber ich denke, du als Wassermann wirst das sowieso nicht akzeptieren und wirst dann auch sagen, nö, dann mache ich gar nichts, ne? Aber ich denke, ja, alles hat so einen Weg, den man gehen kann. Und je besser das für dich ist und je positiver der Ausgang ist, dann können alle Beteiligten davon profitieren. Ja? Also sieht sehr gut aus und ich denke, der Schluss hier ist auch sehr schön, dass du eben die Dinge ja wertschätzt aus der Vergangenheit, neue Wege gehst und mit dem, was du bis dahin gelernt hast, arbeiten kannst. Und eben dann die vier der Stäbe ist ja auch deine vier Wände da, wo du dich wohlfühlst und sicher. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Ich wünsche dir natürlich die besten Erkenntnisse und konstruktiven Unterstützungen, die es gibt und würde mich freuen, von dir zu hören. Ja, ich bedanke mich und sage mal bis nächste Woche. Tschüss. Hallo meine Lieben. Ja, ich richte noch mal ein Schlusswort an euch. Es ist ganz wichtig. Ich möchte einfach mal sagen, dass ihr euch nie, wenn ihr eine Legung schaut oder so, von dem Legenden abhängig machen solltet oder von den Karten. Es ist nämlich wichtig, dass ihr eure eigenen Entscheidungen trefft. Die Karten können euch immer nur Wege weisen oder euch auf irgendwas hinweisen, was relevant sein könnte für euch. Das Wichtige ist, dass ihr entscheidet, wo es lang gehen soll. Das ist nur eine Hilfestellung, die euch Impulse geben soll. Und ihr seid diejenigen, die euer Glück ja mitbestimmen, die das verwirklichen können. Und das solltet ihr auch tun. Und wie gesagt, ihr solltet euch niemals abhängig machen von irgendwelchen Wahrsagungen oder so. Es ist immer nur eine Hilfestellung. Und ich hoffe, dass ihr damit natürlich möglichst den besten, ja, das beste Ergebnis rausholt, was für euch möglich ist. Darum geht es eigentlich nur, ne? Und ja, dann wünsche ich euch einen tollen Juni und schöne Pfingsten. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Ach ja, und wenn euch das hilfreich war, dann würde ich mir ein Däumchen hoch von euch wünschen. Alles Liebe für euch und ja, bis bald. Eure Ella.